Hi ihr Lieben, mein Name ist Marion Schauten von Flowers by Schauten. Nochmal ganz herzlichen Dank für die vielen Likes und die tollen Kommentare. Das motiviert mich wirklich immer wieder, um ein schönes Video zu zeigen. Und ja, heute kommen wir zu einer meiner Lieblingsblumen in der Herbst-Wintersaison. Und das sind die Alpenveilchen. Und ich dachte, ich zeige euch mal, wie man die richtig cool in Szene setzt. Und dafür habe ich außer Alpenveilchen auch noch andere Materialien mitgebracht. Die Alpenveilchen, dann habe ich hier einmal Amaranthus, Fuchsschwanz, Hortensiendulden, die angetrocknet sind, 3 Strohrömer und eine Schale, die wir nachher bepflanzen. Und was machen wir genau? Wir machen eine eigene Pflanzschale und dafür habe ich einmal ein 40er, ein 35er und ein 30er Strohrömer und die setze ich jetzt aufeinander so und die werde ich jetzt einfach mit Splittstäben miteinander befestigen, werde die so schräg hineinsetzen, eigentlich eine ganz, oh, da fehlt noch was, Vorführeffekt, eine ganz einfache Geschichte. Teils müssen die ein bisschen schräger reingesetzt werden, damit man auch die untersten erwischt. So, jetzt hält's. Wunderbar. Die schneide ich jetzt einfach ab. Und man kann die Strohrömer auch vorher noch mit einem Kranzband umwickeln. Ich lasse das jetzt einfach, weil die Hortensien werden eigentlich die Strohrömer gut abdecken. Und jetzt werde ich die Hortensien in kleinen Stückchen nehmen. Wichtig ist, dass es schon so ein bisschen kraus ist, also schon ein bisschen ausgeblüht ist, schon schön in einem getrockneten Zustand. Und jetzt werde ich einfach mit Efeunadeln die Hortensien feststecken. Und ihr seht in dem Video hier oben, wie ich das auch schon mal mit Moos umwickelt habe. Das ist natürlich eine etwas, wenn man keine Hortensien zu Hause im Garten hat, eine etwas, auch eine sehr schöne Möglichkeit, um das zu machen. Und ja, ich mache es allerdings jetzt mit Hortensien, werde das jetzt einfach so drumherum pieken und werde dann die Strohrömer komplett mit dieser Hortensie abdecken. Und ja, da starte ich jetzt erstmal mit. Da gehen richtig Hortensien rein, aber wenn man sich das Prachtstück ansieht, ist es auch wirklich eine sehr, sehr schöne Pflanzschale. Und ja, ich hoffe, die trocknet schön ein, denn es ist wirklich ein ganz toller Eyecatcher. Ich persönlich würde sie jetzt eher nach draußen setzen, auch wegen der Haltbarkeit, aber man kann sie natürlich auch drin trocknen lassen und ja, eine schöne Geschichte. Aber ich habe euch gar nicht verraten, was ich genau mache. Ich mache nämlich gerade eine Pflanzschale fertig für die Hornveilchen. Ich meine, okay, Hornveilchen, die brauchen gar nicht so viel Show. Alpenveilchen, die brauchen gar nicht so viel Show, weil die einfach schon so schön genug sind. Ich mag sie persönlich aber wirklich am liebsten, wenn nur Alpenveilchen drin sind, gar nicht unterschiedliche Blumen. Und das Tolle ist bei diesen kleinen, dass sie sogar einen leichten Frost haben können. Da passt jetzt genau diese Schale rein. Also die werde ich jetzt bepflanzen. Und dann werde ich nachher den Rest noch mit Hortensien ausstecken. Ich bin gerade am Gucken, ob ich eventuell nachher noch einmal im Garten muss. So, jetzt pflanze ich die allerdings erstmal ein. Ja, ich sagte das schon, also die Alpenveilchen, man nicht wundern, also die kann man wirklich wunderbar nach draußen pflanzen, in Balkonkästen oder in Kübeln. Die tun es wirklich sehr, sehr gut und die können auch wirklich einen Frost vertragen. Das Einzige, was passiert ist, dass die Blüte halt schlappt, aber die erholt sich wieder nach dem Frost und dann fängt sie wieder an zu blühen. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Ich habe die immer sehr gerne in Kübeln oder Balkonkästen im Herbst. Und ja, diese Farbe ist natürlich jetzt auch traumhaft schön in diesem schönen Rotton. Und die setze ich jetzt rein. Man kann natürlich jetzt auch weniger nehmen, aber ich mag gerade bei Alpenveilchen die Masse sehr gerne. Und mit dem Kontrast zu dem Blatt, nachher zu der hellgrünen Hortensie, ist das doch wirklich eine sehr schicke Geschichte.
die setzen wir hinein. Man kann es natürlich auch anders machen, indem man einfach eine Folie reinlegt und dann das direkt einpflanzt. Ich finde das aber jetzt gerade mit dieser Schale, das passt einfach perfekt. Und ich schaue jetzt erstmal, ob ich noch irgendwo Hortensien auftreiben kann. So, ich habe noch ein, zwei Hortensien gefunden, die noch dazu gesteckt. Et voilà. Jetzt fehlt mir aber einfach die Verbindung von der Pflanze zu der Schale. Man sieht, es wirkt sehr wuchtig. Und deswegen habe ich den Fuchsschwanz mitgenommen. Und da werde ich jetzt einfach die Blätter von entfernen, weil wenn die nicht mit Wasser versorgt wird, werden die als erstes gelb. Also nehme ich die weg, schneide die einfach an und setze die in der Blumenerde mit hinein und lasse das so ein bisschen rüberranken. Und man sieht sofort, dass da eine Verbindung kommt mit diesem dunkelroten über diesem grünen und dann ist das wie so ein Farbverlauf. Eine sehr, sehr schöne Geschichte. Einfach schräg anschneiden und dann stecke ich die hinein. So, wir haben die jetzt so weit verteilt, den Amaranthus, und man sieht sofort, dass da einfach eine bessere Verbindung kommt mit oben hin. Und ja, damit man es noch ein bisschen herbstlicher oder winterlicher macht, fehlt mir da noch was. Und jetzt habe ich hier gar keine Naturzapfen, sondern nur so auberginefarbene, kombiniert mit ein paar Naturzapfen. Und die werde ich jetzt einfach nochmal mit dazu setzen, damit es einfach noch mehr so einen Wow-Effekt hat und damit es oben ein bisschen üppiger ist. Ja, also hier ist natürlich die Schale eigentlich der Eyecatcher. Die Bepflanzung ist sehr, sehr schlicht. Würde ich auch eher etwas kompakter halten, um hier jetzt noch was ganz Großes einzupflanzen. Kann man auch, aber man muss immer gucken, ein Drittel, zwei Drittel. In diesem Falle ist die Schale zwei Drittel und die Bepflanzung ein Drittel. Und das ist eigentlich immer eine ganz gute Faustregel, damit das optisch so ein bisschen passt. Ich könnte mir aber auch schön vorstellen, im Winter vielleicht nur schöne Weihnachtssterne oder so reinzusetzen. Also die Schale an sich ist schon wirklich so wow. Aber jetzt mit den Alpenveilchen und mit den Zapfen hat das einfach einen sehr schönen Effekt. Ja, und ich hoffe, euch gefällt es auch. Und wenn es euch gefällt, dann dürft ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Sonntag. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Marion Schauten von Flowers bei Schauten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Ich mache gerade noch ein bisschen Draht drum zu, weil die Hortensie noch ein bisschen eintrocknet und so hat es noch ein bisschen mehr Halt. Falls ihr noch mehr Deko-Ideen oder Tipps über Blumen und Pflanzen sehen möchtet, dann klickt einfach hier unten. Und falls ihr noch kein Abo habt, einfach abonnieren klicken, das Glöckchen und das Glöckchen drücken und dann alarmieren die, wenn wieder ein neues Video da ist.